versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist. Jetzt lernen wir den Wandlauf. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündeten. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Ich weiß doch, dass sich das jetzt entfernt. Auf ein neues. Vertrau dir selbst. Lauf und spring auf zerfurchten Wänden, um daran entlang zu laufen. Fokussieren. Erneut. Ich kann das nicht, Meister. Ach so. Gut. Wandlauf. Lauf auf zerfluchte Wänden, um neue Gebiete zu erreichen. Jetzt können wir den Weg von hinten, von vorhin, benutzen. Der schmale Gang ist auch hier nicht umsonst. Da oben ist doch noch was. Ich muss. Ich muss es nach oben schaffen. Ach, ich verstehe. Und dann so. Und dann sich hochziehen. Dann kommen wir zum Reptil. Zack und zack und zack. Ah, verdammt. Ich schaff das. Nicht so lang laufen, immer nur springen. Irgendwie muss das gehen. Und wenn es nur für den Datenbankeintrag ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Tier feindlich gesinnt ist. Ah, da war ich ja schon eine Liane. In 30 Minuten habe ich es so einmal an der Ranke dahin geschafft. So, jetzt hier scannen. Was hast du? Ich werde nochmal wiederkommen und dann schaffe ich's mit dem Wandlauf. Müssen wir mit dem Wandlauf zurück. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Dort. Mit dem Grün da unten kommen wir da hoch.
müssen dahin. Jetzt gehen wir hier oben lang. Oh, vorhin kam ich von da unten. Oh, was hast du, Bidi? Maya Lichtschwertschalter erhalten. Mut und Weisheit 2. Ein Aufzug. Abkürzung freigeschaltet. Die große Kluft. Ich glaube hier lang. Ja, hier hoch und dann war da dort die Wand. Hier sind die Statuen, die irgendwie gar nichts mit Idi zu tun haben. So, geradeaus geht's zum Jedi-Tempel. Was ist hier? Der normale Rückweg. Haben was? Ich dachte, wenn es gelb ist, dann ist es nicht nur unerkundet, sondern etwas Besonderes. Welcher Jedi ist hier? Wettrennen? Oh, dann los! Bidi, Wettrennen, du musst selber laufen. Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Wir haben einen. Maximale Macht erhöht sich oder maximales Leben? Links ist der Machtbaum. Rechts Überleben. Das ist Angriff. Macht. Oder Leben. Maximales Leben erhöht. Überragendes Blocken wäre das nächste. Ach, erholen noch. Was haben wir denn hier? Scannst du wieder? Opfergaben.
Diese Relikte enthalten Materialien, die nicht vom Bargano stammen. Ihre fragile Struktur lässt vermuten, dass sie rein dekorative Zwecke erfüllten und möglicherweise Objekte von religiöser Bedeutung waren. Es wäre denkbar, dass sie im Zuge einer Pilgerfahrt hierher gelangt sind. Also, dass die Sachen hier nicht angezeigt werden, ist wahrscheinlich ein Bug. Denn das wird immer so geschrieben, als müsste man ein Bild dazu sehen. Dann öffnen wir jetzt mal den Jedi-Tempel. Das Gewölbe, Machtecho. Diese Struktur steht hier seit Jahrhunderten. Der einzige Weg, das Gewölbe zu öffnen, scheint die Macht zu sein. Bei Rebels gab's auch so einen Tempel auf Lothal. Aber ich will jetzt nicht spoilern. Das ist Staffel 4 gewesen. Auch davor gab's einen Jedi-Tempel. Einen etwas anderen. Also es ist nichts neu erfundenes. In Episode 8 gab es sogar einen Baum, der alles mit der Macht und der Insel verbindet. Wahnsinn. Und es kann halt gut sein, dass in Episode 9 die Szene mit Rey und dem roten Lichtschwert auch so eine Art Vision aus einem Tempel ist oder so. Geht's dir gut, BD? Gut. Ein Holo. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel, erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Sepho sagen mir nix. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi. Oder ein Druiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey. Kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Ich darf. In Anbetracht, dass es
zwischen Episode 3 und 4 spielt, weiß man ja irgendwie, dass diese Mission fehlgeschlagen ist. Denn Luke war immer der Einzige. Er bekam nicht plötzlich Verstärkung. Dass es plötzlich wieder eine Jedi-Armee gibt. Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Das Jedi Holoquang ist auch auf dem Cover vom Spiel.